dann schicken wir mal die Drohne mit. Ich sehe einen Scheißdreck. Meine Drohne wird gestört. Okay. Dann machen wir das anders. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Dann lassen wir aufklären. Hat die Rebellen gibt, okay. Sehe das Ziel. Da ist sie. Okay. Feindpositionen werden weitergeleitet. Da ist noch einer. Macht 10. Markiere Feind. Okay. Wie gehen wir hier am besten an die Sache ran? Der kann schon mal weg. Komm, zeig dich. Kannst auch weg. So. Hab das C4 scharf. Und tschüss. Okay, ich glaube, wir gehen hier außen rum. Irgendwie haben wir von hier oben eine scheiß Position. Das bringt mir nichts. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Unidad Heli, unten bleiben. Ja, bleibt doch mal locker. Schon längst vorbei. Runter, alle runter, Heli! Das dachte ich, dass er vorbei wäre. Okay. So. Wie gehen wir hier am besten vor? Frage, treffe ich ihn? Na sicher. Kommen wir hier rüber? Ohne? Scheiße, kommen wir gar nicht. Okay. Das ist aber blöd. Aber wir kommen hier rein.
Komm, guck rüber. Dann los. Scharfschütze hat uns anvisiert. Scharfschütze? Der? Wohl nicht mehr. Scheiße. Okay. Er stirbt ja nicht. Alter. Die Rebellen schicken ein Aufklärungskommando. Komme ich hier hoch? Gar nicht. Oh Mann, ey. Die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären.
Drohne schreit. Sie wird gestört. Keine Tagus mehr da. Ja. Scheiße. Tango getroffen. Wir sehen ein bisschen nervös aus. Seite ist sauber. Tango ist markiert. Was jetzt? Hab die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Sauber alles. Erstmal neue Munition. Sicher, sicher. Gibt's hier keinen Nachschub, nix? Kingslayer-Dateien haben wir auch alle. Akten. Jetzt unser Ziel bloß noch, die Tosse hier zu befreien. Da gibt's Nachschub. Wahnsinn. Die ganze Arbeit, um sie herzubringen, eine Schande, sie jetzt zu retten. Da hast du recht. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Ja, bestimmt. Gut, dann werden wir die mal dahin bringen. Komm. Oder mit dem Kofferraum. Geht das hier? Ne, geht nicht. Steige ein, Schlampe. Halt, wir müssen zusammenbleiben. Los geht's. Geh, ich komm hinterher. Dass wir hier vernünftig rauskommen. Euch und eure Nachkommen vom Erdboden vertilgen. Sorg dich um deine Nachkommen. Santa Muerte hat dich verlassen, Bruder. Der Glaube folgt seinen eigenen Regeln.
Están ciegos. Wenn ihr zu glauben, zu verstehen beginnt, wird es zu spät für euch sein. Das ist ganz schön sauer, die Lady. Ich glaube, dass Waffen euch Macht über den Tod geben. Aber niemand hat Macht über Santa Muerte. Und der Tod soll nicht herrschen. Okay? ¿Qué dijiste, idiota? ¡Ir las mis bien! ¡Estúpidos! ¡Aquí yo soy el poder! ¡Y sabe creste! ¡Y ir los niggas de Enhardt! Wir wollen nur dein Leben retten. Die Sprache verschlagen, oder was? Erst fluchen und dann? Sammelpunkt voraus. Nein! Nein! Santa Muerte, warum hast du mich verlassen? Weil du eine dreckige Dienerin bist, anstatt Santa Muerte zu verehren, wolltest du sie ausnutzen. Santa Muerte ist jetzt wohl auf unserer Seite, Bitch. Nein. Bitch. Gott und Santa Muerte stellen meinen Glauben auf die Probe. So wie Gold durch Feuer geprüft und gereinigt wird. Santissima Muerte. Wenn mein Herz beschwert ist, dann führe mich zu dem Fels, der größer ist als ich. Santissima Muerte ist mein Fels. Meine Feste, mein Erlöser. Nimm mich in die Arme. Beschütz mich vor Stürmen. Und bring deinen Zorn über meine Feinde. Wir kennen ihren Zorn, Santera. Ganz ehrlich, nicht beeindruckend. Ich habe nichts verbrochen. Santa Muerte ist mein Licht und mein Weg. Sie zu verehren ist nicht ungesetzlich. Nein, aber das Anwerben von Menschen in eine kriminelle Organisation schon. Über mich richten nur Gott und Santissima Muerte. Vielleicht im nächsten Leben. Sie wollen Absolution? Was wissen Sie über Sueño? Ich bin doch kein Judas. No te equivoques, niemals werde ich Judas Sueño verraten. Nun, Menschen wie Sie behandelt man im Knast nicht gerade nett. Die werden Ihnen das Leben zur Hölle machen. Der Glaube lässt uns die Hölle überstehen. Hoffen wir, Ihr Glaube reicht. Denn Sie kennen noch nicht meine Hölle. Okay. Nomad, gute Arbeit in Espiritu Santo. Ist bekannt, wie die Sicarios reagieren? Sie fluchen, schreien und weinen. Das, was die ISL so abgefangen hat, deutet darauf hin, dass die Moral des Kartells echt am Boden ist. Tja, machen Sie weiter so. Bummenende. Ein Gewissen ist gefährlich, vor allem für die Person, die es hat. Ramon Feliz konnte nicht mit sich leben. Er war kurz davor, den feigen Ausweg zu wählen, als... Anscheinend hatte Feliz trotz seines Wechsels zu uns noch eine Quelle, die bereit war, ihm Informationen zu liefern. Und Chivato. Informationen, die ich jetzt kannte, da Leute von mir seinen Computer überwachten. Es ist ein Jammer. Hätte Ramon gewusst, was unterwegs war, hätte er sich getötet. Okay. Gut, wir haben nur das Scharfschützengewehr bekommen.
Kennen wir schon. Die war das. Nichts Besonderes. Fünfzehn Punkte. Scheiße, reicht nicht. Ja. Ihr Team soll sich bereit machen. Ramon Feliz ist ein beliebter bolivianischer Blogger, der für das Kartell arbeitet. Gewöhnlich schreibt er über Santa Blancas Wohltätigkeitsevents. Aber heute Morgen hat er gemeldet, das Kartell handle mit Kindern. Ich wette, jetzt ist jemand sauer. Sorgen macht uns vor allem Svenjo. Finden Sie Feliz und sichern Sie den Beweis, bevor ihn das Kartell mundtot macht. Klingt ja ganz einfach. Nehmen Sie alles mit, was geht. Er muss reichlich Dreck über das Kartell haben. Er lebt in Santa Elena. Ich schicke Ihnen die Adresse. Verstanden. Nomad Ende. Wow, La Satira ist ja echt ein Original. Mit dem muss ich auf jeden Fall mal ordentlich ein Trinken. Gehen Sie hier lieber keinen trinken. Ihre Anhänger fühlen sich verraten und sinnen auf Rache. Gut. Davon wird sich Ihr Kult nicht erholen. Ne, wir gucken erstmal, wo wir hin müssen. Feliz. Das El Pulpo. Esvenio. Hier. Finden Sie Ramon Feliz. Ramon Feliz hat sich zum Whistleblower gewandelt und die Existenz eines Kinderschmugglerings aufgedeckt. Treffen Sie ihn und finden Sie heraus, was er weiß, bevor Svenja ihn tötet. Hat Pacatari um ein Fahrzeug gebeten. Buena, amigo. ¿Quieres vaya a ser? Elf Kilometer, die fliegen wir. Die fahre ich nicht mit dem Auto. Lecker. Ich mach das, ich fliege. Ich bin bereit. Wollt ihr nicht? Leck mich doch. So. Tja. So, dann machen wir Ramon Feliz. Oder Feliz Ramon, wie auch immer. Und dann haben wir gar nicht mehr so viel vor uns. Legale Coca-Farm. Also kriegen wir hier legal Coca? Ich meine, vielleicht das noch erzählen. Wegen der Höhe. Klar. Lass die Finger vom Coca. Ihr wisst doch, wenn wir wieder nach Hause kommen, müssen wir als erstes in den Becher pinkeln. Oh, ja, das hört, glaube ich, schon zum fünften, sechsten Mal jetzt. Noch. Halt's Maul. Komm, gib Gas.
welche Provinz ist das? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Kein Eins. Okay. Black Bruce. So. Da unten müssen wir hin. Ich würde sagen, wir landen auf dem Berg. Niemand sieht uns. So. Da unten müssen wir hin. Die Drohne ist oben. Dann gucken wir mal. Okay, scheint noch keiner da zu sein. Von S-Venus Leuten. Das kommt bestimmt gleich. Wir nähern uns Felis Haus. Beeilen wir uns, bevor er sich das Kartell holt. Ach du Scheiße. Zu spät. Felis ist tot. Diese verdammten Wilden. Seine Daten sollten hier irgendwo sein. Scheiße, die Festplatte fehlt. Bowman, Felis ist tot und die Festplatte weg. Der Mörder hat eine ziemliche Schweinerei hinterlassen. Woher wissen Sie das? Der Schwachkopf hat gerade ein Selfie von sich am Tatort getwittert. Er hat das Foto geocodiert. Ich schicke Ihnen seinen Standort. Sehen Sie zu, dass Sie Felis Festplatte retten, bevor sie zerstört wird. Unterwegs. Okay. Dann brauchen wir ein Fahrzeug. Nehmen wir den hier vorne. Ich fahre. Bisschen schneller, wenn es geht, danke. So. Ups. Wenn der im Weg steht. Tut mir leid. Ich würde sagen, Kollateralschaden. Keiner ist wie keiner. So, verhören Sie den Dieb. Ja. Hier waren wir schon mal. Gib mir dann die Plagas, ich muss sie spenden.
Wir brauchen die Platte. Lasst ihn am Leben. Hey, was soll das? Verpiss dich! Erwischt, du Dreckskerl. Wovon redest du denn da? Ich hab doch nichts getan. Bis auf das Selfie mit dem Opfer, du Idiot. Hast du gesehen? Das ist mal echt krass, oder? Das findest du krass? Na, dann warte mal ab. Tipp, ein Drahtbügel und jede Menge Strom sind mit von der Partie. Chingado, Mann! Was willst du? Ramon Feliz Festplatte. Los! Die Kacke? Mann, die habe ich schon bei diesen Hacker-Nerds abgeladen. Nicht weit von hier! Holen wir uns die Platte, bevor Santa Blanca sie löscht. Nicht weit von hier. 1,9 Kilometer. Raus aus dem Auto, sofort. Machen Sie es so schnell als nötig. Hola. Was machen die? Ups. Alter, was ist das für eine Juckelei jetzt hier? Wir fahren den ganzen Weg wieder zurück bestimmt, ne? Wir sind gleich da, wo die Festplatte laut Killer sein soll. Also, Augen auf. Ich nehme die Penne unter Feuer. Alter, habe ich mich nächstes Mal erwischt? So, dann machen wir das auch in meiner Hand. Da kommen Sie, das ist der Plan, Boss. Lock die doch nicht hinterher. Brauche neue Position. Moment, such eine gute Schusslinie. Ziel markiert. Auf dein Zeichen, Boss. Tango ist tot. Thank you.
das Dorf mit der Verstärkung aus der Luft. Hier ist ein Generator, sollen wir mal den Strom abstellen. Geh in Position. Okay, Ziel markiert. Er ist tot. Alles sauber. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Da ist die Platte. Sichert sie. Baumann, wir haben die Festplatte. Gute Arbeit. Ist sie noch intakt? Positiv. Wir haben sie angeschlossen und laden Ihnen die Daten gerade hoch. Sehr gut. Felice Block zufolge entführt Santa Blanca bolivianische Kinder und schickt sie als Sklaven nach Brasilien, Argentinien und Mexiko. Wir können seine Beweise jetzt publik machen. Niemand sympathisiert mit Kinderhändlern. Nicht mal Drogenhändler. Okay. So, wie machen wir denn weiter? Ich würde sagen, Pukerer. Wir sind ja gerade hier. Können wir Pukerer weitermachen. Da die anderen damit schon durch sind. Achtung, eine Unidad-Patrouille nähert sich. Ich sehe ein paar Schützen. So, dann schnappen wir uns aber einen Hubschrauber. Bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Weil ich jetzt bestimmt keinen riesen Umweg fahren werde. Hey, alles grün. Toll, jetzt komme ich nicht mehr rüber, oder was? Boah, Alter, was ist das denn für eine Kacke hier? So. Wo steht die Hubschrauber? Alter! Da hinten. So. Dann geht's weiter nach Pukerer. Gut, gehen wir zu Fuß. Feinde, passt auf. Eine Kartellsendestation. Brecht die Tür auf und legt das Terminal an. Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Warum? Sollte ich tun? Warum? Zurück mit dir, sie werden dich sehen. So.
Auf geht's. Ja, toll, die paar Meter hätte ich auch noch laufen können. Naja. Scheiße. War wohl doch keine so gute Idee. Tja, willkommen in Pukara. Mit Nachschub könnte ein Trupp die Fetale halten. Wir vergewissern uns besser, dass da jetzt kein Trupp ist. Ja, vergewissert euch mal. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Ich sammle hier mal überall den Nachschub ein. Da werden wir noch ein bisschen was brauchen. Wahrscheinlich ganz oben. Na, wo ist der andere hier? Da oben. Okay. Dann haben wir das hier. Und dann machen wir hier DJ Perigos ehemaligen Leibwächter. Ich dachte, die haben wir schon mal gemacht. Dachte ich. Aber haben wir wohl nicht. DJ Perigos Ex-Bodyguard arbeitet jetzt in der Pilkamille. Schnappen Sie ihn und fragen Sie ihn nach seinem alten Boss. Machen wir. Gar kein Problem. So, alle drin. Wir brauchen.
Setze Drohne ein. Scharfschütze, oben auf dem Turm. Feind gesichtet. Ich sehe einen Hauptmann. Hier ist Ziel Nummer 5. Ich habe hier Ziel mit Maschinenpistole. Okay. Wir gucken weiter. Weil das werden noch nicht alle gewesen sein, glaube ich nicht. Ist einer drin oder nicht? Hier haben wir einen Mineneingang. Gab es eine Waffe? Hier waren wir doch schon. Warum habe ich die denn nicht als abgeschlossen? Die haben wir doch mit Christoph und David gemacht. Verstehe ich nicht. Okay, dann ist das halt so. Zack. Du auch noch weg. Du ja auch gleich. Ja. Machen wir mal die Lampen aus. Die treffe ich glaube ich noch nicht. Wenn der Kampf losgeht, achtet auf eure Ziele. Wir wissen, dass Pericos Ex-Leibwächter in der Mine arbeitet und wir wollen ihn verhören. Lasst ihn am Leben. Okay, bin unterwegs. Suche bessere Schusslinie. Hab das Ziel. Halt die Schnauze. Die wissen, dass wir hier sind. Vorsicht. Der Alarm ist los. Es wird keine Verstärkung erfasst. Ich sehe Pericos Ex-Leibwächter. Reden wir mit ihm. Hier waren wir schon. 100 pro. Ja, siehst du? Hier ist schon der Nachschub eingesammelt. Ich verstehe es nicht. Quédate quieto. Dann leg ich dich um. Tranquilo. Alto, halt! Deténgase! Arturo Ruiz? DJ Pericos Ex-Leibwächter? Perico? Verrecken soll er. Er hat meinen besten Freund erschossen. Ihren Freund erschossen? Nein, Mann. Meinen Hund, mi perro. Die süße Paloma hat niemandem etwas getan. Er hat ihren Hund getötet? Warum das? Hijo de su puta madre. Perico wollte Gras aus einem Paar der Füßen rauchen. Das Scheißding ist losgegangen und hat Paloma erwischt. Ich hab nachts immer noch Albträume und wache Schweiß gebadet auf. Wollen Sie es Perico einzahlen? Geben Sie mir seinen Namen und ein Bild von ihm. Mann. Perico heißt Marco Garcia. Fotos habe ich nicht, aber ich hoffe, ihr killt den Motherfucker. Er ist erledigt. Na klar, killen wir den Motherfucker. Den Hundekiller. Und alles, was wir haben, ist der 0815-Name wie Marco Garcia. Moment. Du siehst scheiße aus. In Deckung.
Zurück an die Arbeit. So. Wir haben hier noch so einiges vor uns. Würde ich vorschlagen. Unbekannter Ort, Waffenteil. Nach einer Blitzreise. Genau. Dann machen wir von da aus gleich weiter.